Für wen öffnet Kaffeekönig und Kunstliebhaber Albert Darboven sein privates Reich? Nicht nur für die High Society, sondern auch für Hamburger Kids, die zum Teil in sozialen Brennpunkten wohnen. Das Ganze wird organisiert vom Verein Kulturbrücke Hamburg mit dem Projekt Switch Kids Art. Wir waren dabei. Ein Michel aus hunderten Hufeisen, mystische Figuren aus fernen Kulturen. Der Garten des Gestüts von Albert Darboven ist eine Kunstwelt für sich. Eine Welt, zu der Sie normalerweise keinen Zugang haben. 5 Kinder aus sozial benachteiligten Familien sind gestern bei dem Kaffeekönig zu Gast. In den Sommerurlaub fahren, das können sich ihre Eltern nicht leisten. Eltern wie die der 13-jährigen Nazanin Mohammadi. Die Familie ist aus Afghanistan geflohen und nun in Deutschland geduldet. Als ich hier betreten habe, habe ich so gedacht, wow, hier sieht wunderschön aus, fantasievoll. Wenn man hier reinkommt, man hat ein anderes schönes Gefühl. So. Wenn man hier reinkommt, ist einfach ganz unfassbar. Schnell tauchen Nazanin und die anderen ein in die zauberhafte Kunstwelt. Etliche dieser Ausflüge bietet der Verein Kulturbrücke in diesen Tagen an, auch zu Musikern und Schriftstellern. Nazanin aber hat sich bewusst für diesen entschieden, zu den merkwürdigen Skulpturen. Die Zusammenkunft, das Verschworene der Frau, das Feminin, la conspiración feminina. Das ist auf Spanisch. Ja. Da habe ich doch heute gesehen, dass haben wir den richtigen Ansatz gefunden mit diesen Kindern, dass wir da, glaube ich, auf dem richtigen Wege sind. Die haben es ja riesig genossen, hier das alles zu sehen, zu hören. Später am Nachmittag werden die Kinder dann selbst kreativ. Nazanin malt auch zu Hause gern. Mit den Eltern und 5 Geschwistern wohnt sie in einer kleinen Mietwohnung. Ähnlich wie Darbovens Garten mit exotischen Kunstwerken ist Nazanins Wohnung gepflastert mit ihren bunten Bildern. Das will ich auch, Künstler werden. Aber solche Sachen zu machen, man braucht viel Fantasie, wie sie haben. Und ich finde ihre Ideen ganz wunderschön. Und wenn ich groß werde, vielleicht komme ich und arbeite ich hier. In Hamburg sagt man Tschüss. Er hat nichts dagegen, sagt Albert Darboven. Die Welt der Kunst sollte schließlich jedem offen stehen. Auch und gerade diesen Kindern.